Wir machen jetzt eine Aubergine-Lasagne. Die Auberginen schneide ich in so dünne Scheiben. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Salz und Olivenöl drauf und dann können sie eine Runde im Backofen. Für die Füllung schnippe ich schon mal Zwiebel und Knoblauch klein. Oh, meine Augen brennen. Ich habe jetzt genug geheult, jetzt werden die Zwiebeln angebraten. Tomatenmark kommt auch mit rein. Ich habe hier einen kleinen Schuss Wasser noch. Würze natürlich das Ganze dann einfach mit Salz, Pfeffer, Oregano und Basilikum. Ein bisschen Chili und Edelsüßpaprika dürfen natürlich nicht fehlen. Jetzt wird geschichtet. Die letzte Schicht. Bevor ich den Käse darüber streue, gebe ich da noch ein bisschen Creme fraiche on top. Das geht jetzt so eine Runde in den Ofen. Natürlich geht da nichts ohne Joghurt. Kennt euch. Kleiner Tipp an euch, gebt auch in diese Zwischenschichten Creme fraiche mit rein. Es ist richtig lecker geworden.